Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich heute zu Ihnen sprechen zu dürfen über ein Thema, was vielleicht dem einen oder anderen doch auf den Nageln brennt. Und zwar die Frage möchte ich beantworten, können Arzneipflanzen helfen, die fortschreitende Resistenz gegen die konventionellen Antibiotika zu bremsen? Also Thema pflanzlicher Antiinfektiva. Klassische Antibiotika sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Wir brauchen sie bei verschiedensten Anlässen, verschiedenste Indikationen, zum Beispiel Hüftgelenkersatz, Organtransplantationen, Chemotherapie auf Intensivstationen, wo mehr als die Hälfte der Patienten gewöhnlicherweise Antibiotika verschrieben bekommen, in der Neonatologie und so weiter. Nur einige Beispiele. Hier die Ergebnisse einer Time-Series-Analyse, die ich vor einigen Jahren mal durchgeführt habe, die sehr schön zeigt, dass der Einsatz von Antibiotika hier, zum Beispiel Zweit- und Drittgeneration Cephalosporinen, Fluoquinolonen oder auch Lincosamiden, direkt korreliert ist mit dem Auftreten von MRSA. Die Kurven liegen sehr schön übereinander. Es ist sozusagen ein Yin und Yang, was Sie hier sehen. Setzen Sie Antibiotika ein, sehen Sie auch die Resistenz. Die Frage ist halt, können wir diese Resistenz überhaupt noch bremsen? Vielleicht gibt es Möglichkeiten. Und ich leite in der Universitätsklinik Freiburg eine Arbeitsgruppe mit dem Titel Naturstoffbasierte Arzneimittelentwicklung. Und wir beschäftigen uns eben mit pflanzlichen Extrakten, die eine antimikrobielle Wirksamkeit besitzen. Nun, ich nenne Ihnen jetzt mal einige Pflanzengruppen, von denen es ja eigentlich bekannt ist, dass sie antimikrobielle Wirksamkeit haben. Das sind zum Beispiel die Lauchgewächse, allen voran der Knoblauch. Das wissen Sie, der beschriebenerweise die beste antibiotische Wirksamkeit von diesen Lauchgewächsen besitzt. Andere Pflanzen, Eichenrinde zum Beispiel, werden in der Dermatologie als desinfizierende Gerbstoffe gerne eingesetzt. Auch da ist es schon seit langem bekannt, dass man hier die antiinfektive Wirksamkeit gut nutzen kann. Nun, zu dieser Gruppe der Gerbstoffe gehören auch die Heidelbeeren oder Moosbeeren und auch die Cranberries. Und das war jetzt eine Studie, ganz alte Studie von 1994 im JAMA publiziert. Das können Sie sich vielleicht daran erinnern. Da waren zwei Gruppen von Frauen mit rezidivierenden Harnwegsinfekten. Und die einen haben Cranberry-Saft gekriegt und die anderen einen ähnlichen Saft. Aber es war ein Placebo. Und man konnte hier zeigen, dass diese Keimzahlen im Urin signifikant niedriger lagen bei den Patientinnen, die diesen Cranberry-Saft täglich, also 200 Milliliter, zu sich nahmen. Ist denn da was dran? Das ist die Frage. Nun, wie kommt das vielleicht? Ist das ein Gerücht? Nun, es könnte sein, dass eine Ansäuerung des Harns vielleicht eine Rolle spielt, vielleicht aber auch der Spülungseffekt durch Cranberry-Saft. Die Hemmung der bakteriellen Adhäsion wurde lange diskutiert durch diese sogenannten Proanthocyanidine, die leider aber im Urin gar nicht zu finden sind. Und auch die Meta-Analysen zeigten eigentlich keine signifikanten Effekte. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe das Ganze nochmal aufgerollt, haben uns das nochmal angeschaut, haben UPEX, also uropathogene E. colis, mit echten Pathogenitätsfaktoren mal gegen diese Proanthocyanidine getestet und haben geschaut. Das wurde dann mit Fluoreszenzfarbstoffen gemacht und Laser gemessen, die Anheftung. Und was wir dann eigentlich gefunden haben, war eigentlich, dass die Anheftung, Sie sehen hier einerseits Bakterien, also die roten, die diese Pathogenitätsfaktoren hatten, und die blauen, die nicht hatten, und dann verschiedene Cranberry-Extrakt-Konzentrationen, und Sie sehen keinen Unterschied. Also ob jetzt besonders Pathogene da waren oder auch ganz normale UPEX, kein Unterschied in der Anheftung, ob man jetzt Cranberry-Extrakt-Konzentrationen in steigendem Maße sich da eingesetzt hat. Also daran lag es nicht. Wenn man aber das Urothel mit Proanthocyanidinen exponiert hat, wenn man das gemacht hat, dann sahen wir sehr wohl einen Unterschied, konzentrationsabhängig.
Die Frage ist, ist das überhaupt ein Effekt? Kann das sein? Wir können es nicht wirklich beantworten. Auf jeden Fall, die P-Fimbrien-tragenden Stämme wurden nicht in ihrer Adhäsion gehemmt und ein antiadhäsiver Effekt wurde beobachtet nach Einwirkung des Extrakts auf das Urothel. Wenn aber dort nichts ankommt, muss man sich natürlich fragen, hat das überhaupt in vivo eine Relevanz? Nun, dieses American Anti-UTI Breakfast, großes Fragezeichen, funktioniert es oder nicht? Viele Patienten immerhin glauben auch heute noch daran. Nun, eine andere Pflanzengruppe, die weitaus größeres Interesse besitzen sollte, sind die senfölhaltigen Pflanzen. Allen voran natürlich der Senf selbst, aber auch der Meerrettich und der Rettich, der diese Isothiocyanate in guten Konzentrationen enthält. Das wissen Sie vom scharfen Geschmack dieser. Nun, da wäre jetzt sozusagen als Counterfei zum American Anti-UTI Breakfast vielleicht diese bayerische Anti-HWI-Brotzeit angesagt. Bier spült gut durch und der Senf, kommen wir drauf zu sprechen. Nun, es gibt ja auch Präparate, die aus Kapuzinerkresse und Meerrettichwurzel komponiert sind, mit möglichen Indikationen, vor allem voran die Harnwegsinfektion. Und hier nochmal die beiden Pflanzen, also die Kapuzinerkresse und die Meerrettichwurzel. Die eine besitzt mehr Benzylisothiocyanat mit einer Wirksamkeit, erwiesenermaßen zeige ich Ihnen noch, im grampositiven Bereich. Und die andere, die Meerrettichwurzel, mehr Allylisothiocyanate, mehr im gramnegativen Bereich wirksam. Nun, wir haben dann bei uns im Labor ein Modell entwickelt, wo wir aufsteigende Konzentrationen solcher Extrakte getestet haben, in einem Gasmodell. Denn Sie wissen, Senföle sind volatil, man muss also die Platten gut verschließen. Und wenn man dann aber das sieht, hier sind eine Staph aureus-Platte, auf der rechten Seite Rasenwachstum. Und wenn Sie meinetwegen 400 Milligramm Kapuzinerkresse und 100 Milligramm Meerrettichwurzel dort hineingegeben haben, dann haben Sie kein Wachstum. Wir haben dann eine ganze Reihe an gram-positiven Bakterien getestet und hier sehen Sie sozusagen die Wachstumskurven oder die Abtötungskurven und Sie sehen, dass bei 200 Milligramm und 80 Milligramm jeweils von diesen Extrakten schon ein Großteil der Keime abgetötet ist. Bei 400, also bei der doppelten Dosis, sehen Sie eine gute Wirksamkeit gegen MSSA, also methicillin-sensitiven Staph aureus und MRSA. Streptococcus pyogenes und so weiter, Enterococcus faecium, geht anscheinend nicht so gut. Bei gramnegativen Erregern sehen Sie ebenfalls hier auch beeindruckende Ergebnisse. Gute Abtötung, also hundertprozentig, kann man fast sagen, bei Pseudomonas aeruginosa in der hohen Dosierung. Allerdings bei Klebsiella pneumoniae scheint es ebenfalls hier nicht so gut zu wirken, während es bei anderen natürlich Mycobacterium catarrhalis und Haemophilus influenzae sehr gut funktioniert. Wir haben das Ganze auch publiziert, das können Sie dann auch nachlesen, das ist kein Problem. Worauf beruht nun dieses Wirkprinzip dieser Isothiocyanate? Nun, eine ganze Reihe. Das Bakterium wird komplett unter Stress gesetzt. Es ist nicht wie bei Monosubstanzen, bei konventionellen Antibiotika so, dass ein Target angegriffen wird am Bakterium, sondern es ist eine ganze Reihe. Sie sehen hier Erhöhung der Membranpermeabilität, Induktion von Hitzeschockproteinen, Induktion von Stringent Response und so weiter. Und Sie sehen auch eine eingeschränkte Resistenzentwicklung, wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, weil eben das Bakterium in einem absoluten Stress steht. Wir haben dann eine große Zahl uropathogene E. coli dann mal getestet gegen die Isothiocyanate, unter anderem auch multiresistente ESBL-produzierende E. coli. Und interessanterweise waren die Multiresistenten nicht ganz so gut. Sie waren empfindlich, aber sie waren signifikant etwas schwächer wirkt ansprechend auf diese Isothiocyanate. Interessant war, unabhängig von der Resistenz, dass diese Keime, hier sind verschiedene ATCs und E. coli aufgelistet, dass sie gleichzeitig aber eine gute Internalisierung in das Urothel zeigen. Signifikant, wenn ein Isothiocyanat gegenwärtig war. Die Isothiocyanate funktionieren demnach
Sie reduzieren die Adhäsion, sie reduzieren die Internalisierung und auch die Replikation in den Urothelzellen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, die einzusetzen. Aber wir haben sie dann auch noch weiter getestet. Wir wollten uns nicht nur mit dem Urogenitaltrakt befassen, sondern auch mal mit dem Oropharynx. Und im Oropharynx gibt es eine ganze Reihe anaerobe Bakterien. Es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze zu messen. Und wir haben das aber gemacht. Und Sie sehen hier interessanterweise, das sind jetzt die Empfindlichkeiten dargestellt, eine ausgesprochen beeindruckende Wirksamkeit in niedrigen Konzentrationen gegenüber diesen Keimen aus der Mundhöhle, die zum großen Teil auch für die Entstehung der Parodontose verantwortlich sind. Deswegen hier die Fragestellung, ist klinisch bis jetzt noch nicht angegangen worden, vielleicht als Parodontose-Prophylaxe möglich. Ich möchte jetzt noch zu Forschungen zu Pelargonium, zur südafrikanischen Pelargonie zeigen, die ja ebenfalls, das kennen Sie, verkauft wird auf dem Markt. Wir haben damals noch die ursprünglichen Extrakte getestet in verschiedenen Untersuchungen. Untersuchungen zur Interaktion, also zur Adhäsion, Kolonisierung im Oropharynx, zur Internalisierung in bukale Zellen und auch zur Phagozytose, Immunzellen, Leukozyten, Ingestion, oxidativer Burst und intrazelluläres Killing. Das Ganze lief über Untersuchungen mit Immunfluoreszenzfarbstoffen und mit Durchflusszytometrie, quantitative Messungen. Und jetzt zum Thema Adhäsion von A-Streptokokken, Erreger der Pharyngitis zum Beispiel, sehen Sie hier konzentrationsabhängig, also je höher die Konzentration, desto besser die Hemmung der Adhäsion. Und die Frage, kann das also vor Infektionen schützen? Nun, wir haben auch hier das nochmal optisch dargestellt, A-Streptokokken, die sich an bukale Zellen anheften im Labor. Einerseits auf der linken Seite sehen Sie sehr schön die Keime, wie sie dranhängen, und unter Exposition mit dieser Substanz, mit dem Extrakt der Pelargonie, keine Anheftung. Wie sieht es mit der Internalisierung aus? Ebenfalls hier die Methodik. Und auch hier sehen Sie über die Zeit von 3 Stunden eine signifikante Hemmung der Internalisierung der Streptokokken in die bukalen Zellen. Konzentrationsabhängig durch das Extrakt. Wir haben das Ganze auch publiziert, können Sie auch nachlesen, kein Problem. Dann die Phagozytose mit Leukozyten, ebenfalls große Untersuchungen durchgeführt mit Durchflusszytometrie. Und hier sehen wir über eine halbe Stunde jetzt die Auswirkungen. Wir sehen eine Steigerung konzentrationsabhängig bei Exposition mit EPS. Eine Steigerung der Phagozytose, aber nach 30 Sekunden ist die Phagozytose abgeschlossen und es wird sozusagen ein Endpunkt erreicht. Diese Fresszellen sind Maschinen und nach 30 Minuten können sie es nicht mehr messen. Wir haben dann noch den oxidativen Burst gemessen, auch hier konzentrationsabhängige Steigerung und das intrazelluläre Killing ebenfalls über 2 Stunden signifikant bei hohen Konzentrationen gehemmt. Auch das ist publiziert, können Sie auch nachlesen, Planta Medica. Wir wollten noch den Wirkmechanismus näher beleuchten, haben dann ein Microarray durchgeführt und Sie sehen dann praktisch jeweils, ob Bereiche hier eine Downregulation bei der Proteinexpression zeigen oder eine Abregulation. Das sind dann die grünen Spots, Down ist rot. Ab ist grün und dann können Sie, das war also, Sie sehen da dieses Bild, dieses schöne, muss man dann die einzelnen Spots sich angucken und es ist eine Vielzahl an Informationen, wo wir immer noch bei der Auswertung sind. Wir haben diese Phagozytose-Untersuchung auch mit Misteltopräparaten gemacht, mit verschiedensten Misteln. Dort haben wir keine positiven Ergebnisse, konnten nichts nachweisen, dass da die Phagozytose in irgendeiner Weise auch nur positiv beeinflusst wird. Zu guter Letzt möchte ich noch über die ätherischen Öle sprechen, die ebenfalls bekanntlich, das wissen Sie, eine gut
gute antimikrobielle Wirksamkeit zeigen. Wir haben eine ganze Reihe von ätherischen Ölen getestet, von Thymian bis hin zum Zimtöl und so weiter. Sie sehen hier die Wirksamkeit gegenüber Staph aureus, also Staphylokokken, Enterokokken, E. coli, Pseudomonas, Candida albicans. Überall ein bisschen unterschiedlich, je nach Herkunft des ätherischen Öls, eine Wirksamkeit. Wir haben uns dann vor allen Dingen auf das Korianderöl gestürzt, weil wir mit den Dermatologen zusammengearbeitet haben und die wollten also Neurodermitis und Dermatosen behandelt sehen. Und wir haben dann erst Agardiffusionstests gemacht und auch Makrodilutionstests. Und hier sehen Sie dann schon Ergebnisse der einzelnen Korianderölfraktionen. Die bestwirksamen Fraktionen war die Fraktion 4 und 5. Und Sie sehen ganz unten die untere Zeile eine sehr, sehr gute Wirksamkeit, also nur 0,27 Volumenprozent, also ganz minimale Dosierung und eine hervorragende Wirksamkeit gegen Staphylokokken, einschließlich MRSA. Die Salbe, die man da aus Korianderöl machen kann, wirkt ausgezeichnet gegen MRSA, aber auch gegen Streptokokken, Enterokokken, wie Sie sehen, Klebsiella sogar und auch Candida albicans. Gut, wir haben das auch publiziert und es wurde dann auch noch getestet. Dieses Präparat da unten habe ich euch stehen lassen, das gibt es nicht mehr. Das hatten wir erst entwickelt, aber auch im UV-Test zeigte das hier auch eine gute Verträglichkeit, was ja für die Dermatologie von ganz besonderer Wichtigkeit ist. Ich möchte Sie eigentlich mit diesem Vortrag ermutigen, angesichts der zunehmenden antimikrobiellen Resistenz, die wir sehen gegenüber konventionellen Antibiotika, gleichzeitig bei dem Dilemma, dass keine oder wenig neue konventionelle Antibiotika entwickelt werden, dass wir doch nach Möglichkeiten suchen sollten, nach Alternativen, die möglicherweise vielleicht in naher Zukunft eine Alternative darstellen. Danke. Ja, vielen Dank, Professor Frank, für diesen sehr schönen Vortrag, der natürlich einmal mehr gezeigt hat, dass die Natur als Quelle und Inspiration für neue Arzneistoffe und Arzneimittel natürlich dient. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag, ich sage mal, auf der einen Seite, wenn Sie so wollen, bekanntes, volksmedizinisch bekanntes, neu aufgearbeitet gezeigt, gleichzeitig aber auch neue Erkenntnisse gezeigt. Vieles von dem ist sozusagen jetzt, wenn man die Entwicklungskette von Arzneimitteln ansieht, im präklinischen Bereich angesiedelt. Würden Sie einen Blick wagen in die Zukunft, welche dieser Ergebnisse, die Sie heute vorgestellt haben, könnten sozusagen wegweisend auch dann sein für die Entwicklung von ganz konkreten Arzneimitteln, egal ob das RX oder OTC ist? Ja. Ich bin noch verkabelt, ja. Also, ich denke, das größte Potenzial ist wahrscheinlich eine Weiterentwicklung von senfölhaltigen Präparaten, speziell mit der Indikation Harnwegsinfekte, speziell auch mit der Indikation rezidivierende Harnwegsinfekte in der Postmenopause. Da sehe ich das größte Potenzial. Ich sehe allerdings auch ein großes Potenzial bei Salben, die gegen MRSA wirken, sozusagen als Mupirocin-Alternative, weil wir sehen in der Mikrobiologie eine Zunahme der Resistenzen gegenüber Mupirocin und befürchten, dass diese Salbe irgendwann nicht mehr greift. Und hier hätten wir zum Beispiel eine Alternative, die sehr gut, ja, sehr gut verträglich ist, auch für Patienten und eben auf rein pflanzlicher Basis steht. So ein Vortrag im Rahmen der PharmaWorld mit einer begrenzten Vortragslänge erlaubt natürlich nicht, alle Aspekte in diesem Bereich sozusagen umfassend darzustellen. Aber wenn Sie jetzt einen kleinen Schritt über das eigentliche Vortragsthema hinausgehen, sehen Sie noch andere Pflanzen bzw. Inhaltsstoffklassen, die das Potenzial haben, gegebenenfalls auch therapeutisch genutzt zu werden? Also wir haben eine große Anzahl an Pflanzen untersucht. Ich könnte mir noch vorstellen, ich hatte auch das Thema Eichenrinde schon angesprochen. Ich war
vor einigen Jahren war ich in den USA und habe mir diese Mammutbäume angeschaut. Die sind ja sehr beeindruckend. 1000 Jahre alt oder noch älter. Kein Pilzbefall, kein Bakterienbefall. Die Rinden astrein in Ordnung. Rings um die Bäume nur wenig, also auch keine Pilze, kein gar nichts. Diese Bäume wehren sich seit Millionen Jahren gegenüber dem Befall von Parasiten und erfolgreich. Und auch da sollte man ansetzen, also solche Ansätze nutzen, sich Gedanken machen, was können wir aus diesen Pflanzen gewinnen, können wir da was raus herstellen. Das heißt im besten Sinne des Wortes auch ein klein wenig back to the roots. Ja? Dinge, die uns augenscheinlich immer schon bekannt waren, auch zu nutzen, um neue Informationen zu gewinnen über, ich sage mal, neue Wirkprinzipien möglicherweise, weil mir ist nicht bekannt, dass bei diesen Mammutbäumen bekannt ist, was tatsächlich ein mögliches antibiotisches oder antivirales oder antimykotisches Prinzip ist. Das heißt, auch an der Stelle Grundlagenforschung und dann Translation. Richtig. Vor allen Dingen, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, den wir aus der Natur hier lernen können. Es handelt sich hier um Vielstoffgemische. Das heißt, es sind eine Vielzahl an Substanzen, Sie haben es am Korianderöl auch gesehen, da sind verschiedene Fraktionen, die aktiv sind mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Und weil es Vielstoffgemische sind, werden sozusagen im Mikroorganismus mehrere Targets angesprochen, sodass eine Resistenzentwicklung hier wesentlich erschwert wird, als wenn man meinetwegen, wie bei Gyrasehämmern, jetzt nur die Gyrase im Ziel hat. Ja, da findet das Bakterium dann schon nach kurzer Zeit heraus, wie es diesen Mechanismus umgehen kann. Wenn Sie aber Kombinationen haben in einem Vielstoffgemisch, dann haben es die Mikroorganismen sehr viel schwerer. Das heißt, ein Prinzip, das wir ja natürlich aus anderen Zusammenhängen kennen, beispielsweise bei der antiviralen Therapie, ich sage jetzt einmal Stichwort, weil es sehr aktuell ist, chronische Hepatitis C, da arbeitet man ja auch in Kombination, nicht zuletzt um Resistenzen vorzubeugen. Sie würden sagen, standardisierte Vielstoffgemische aus der Natur hätten auch das Potenzial, als Multi-Target-antibiotische Substanzen sozusagen auch dauerhaft zu realisieren. Ist das die Aussage? Genau darum geht es. Genau darum. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, dann wollen wir noch einmal an dieser Stelle auch Professor Frank danken für diesen spannenden Blick in seine Forschung, aber auch natürlich die Aussichten, die sich daraus klinisch ergeben. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke.